Elisabeth Oehler-Heimerdinger. Ausgereist 1909, nach China und zurückgekommen 1920. Lange Zöpfe bei Männern ziehen ein deutsches Mädchen nicht unbedingt an. Sie hat Tagebücher geschrieben. Ich habe Wilhelm von dem Kaffeesilberbesteck und dem Brockhauschen Konversationslexikon geschrieben und von unserem fotografischen Apparat. Briefe und einfach auch Gedanken festgehalten während der ganzen Zeit in China und hat die später veröffentlicht. Sie war eigentlich eine kleine Literatin. Meine Eltern haben mich nach Basel ins Missionshaus und dann durch die ganze Schweiz bis nach Genua begleitet. Sie hat sich sehr stark eingesetzt für die chinesischen Frauen und deren Rechte, die so viel wie nicht vorhanden waren. Und darum war sie für mich besonders spannend. Ich habe sie irgendwann lieb gewonnen. Man glaubt den Aussagen des Bräutigams, der zum Beweis der Wahrheit die Bibel küssen muss. Die Braut, die schwimmt während dieser Ziviltrauung immer noch auf dem Meer. Habe ich die Kraft, es auszuführen, und bin ich es wert, Gottes Arbeit zu tun? Das ist exemplarisch für alle. Sie schreiben es alle in ihren Briefen, nach Hause oder ihren Bräutigammen oder so. Wenn sie dann aufbricht, wenn ja eigentlich die Geschichte erst so richtig losgeht, wenn sie nach Zhonghankang geht. Das ist schon irgendwie jedes Mal so. Ich gehe eine Art wie mit. Aus der Menge grüßt ein weißer Strohhut. Mein Bräutigam erkennt mich. Sie wird dahin gehen. Da wollte sie immer hin, das war ihr Ziel. Und jetzt wird sie es erreichen. Heftig. Es ist mir auch schon passiert, dass ich beinahe heulen musste. Das ist eine Hoffnungsgeschichte auf jeden Fall. Ohne Hoffnung hätten diese Frauen ihr Ziel nie erreicht. Hoffnung auf Gott im Ersten, dann Hoffnung auf ein erfülltes Leben in Arbeit und letztendlich im Versteckten, aber sehr weit unten, auch Hoffnung auf ein großes, großes Abenteuer.